Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Was war das? Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber Story. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Funktioniert mein Ton? Also ich weiß, hier spielt gar keine Musik, ich muss mal. Wir haben letzte Folge Sans besiegt und meinte er nicht, ich soll ihn von... Ah doch. Ich habe gerade... Es hieß, ich soll ihn von der linken Seite ansprechen. Ich hatte aber eher so... Nee, warte, das wird ja... Okay, doch, wird irgendwie so geben. Halt wirklich links von der Sicht von Günther gerade links. Sans, du hast mich enttäuscht. Warum bin ich hier? Sorry, reicht nicht aus. Sans kann nicht sterben. Wir müssen weiter. Schön, ein Faden nach dem anderen beginnt zu reißen. Bald ist Lord Ecke mein. Wir sind im Man, falls ihr es nicht bemerkt habt. An der Stelle, die in The Broken Story die Günther-Episode war. Und die spielt anscheinend sozusagen als alternative Walross Edition 2. Hui, Olaf! All die Jahre Sport hören tut weh, ich bin jetzt krass. Ich bring dich um. Yay, Olaf. Er ist schon... du bist schuld, Günther. Nein. Wir bringen dich um. Okay. Ohne hier jetzt viel teasern zu wollen. Er zum Beispiel weiß das auch schon. Aber Olaf bekommt auch in der Walross-Edition noch eine Rolle, die ein bisschen anders ist als die hier. Das könnt ihr mir glauben. Ja. Ich meine, Günther ist hier am höchsten gelevelt, aber... Hust, Wasser gegen Pflanze, Hust. Sag mal, warum ist Lord Ecke der Haufen nur auf 11? Dann gehe ich eben auf Floink. Ich wollte nicht. So, er wird jetzt sowieso alles und jeden outspeeden, der Hässliche. Und gönnen wir, nachdem die Finte da... Natürlich! Ich brauche keine Crits, um krass zu sein. Und wenn ich jetzt outspeede, ist das... Es ist lecker, saftig! Es ist so saftig! Günther kriegt noch ein Level up, damit er noch weiter vor Lord Ecke ist. Und Floink kriegt einige Erfahrungspunkte. Warum? Weil du im Weg stehst. Wurstkopf. Jetzt habe ich ihn fertig gemacht. Aha. Ah, wir haben jetzt 100 verschiedene Pokémon gesehen in diesem Hauptspiel. Hello there. Hörst du mich? Ich wollte nicht böse werden. Warum hast du es getan? Hättest du nur richtig geschrieben. Ich hab das nie geschrieben. Günther, mir reicht's dir, wie eine Schachfigur behandelt zu werden. Du hast keine Rechte. Sei du ruhig da hinten. Ich will, dass du die Wahrheit sagst, bevor noch jemand wegen dir zu Schaden kommt. Ich hab das nie geschrieben. Das ist nicht meine Schuld hier. Ihr Wurstbrötchen und Alter, ich muss sie gerade frisieren. ich versteh's nicht. Okay, dann sag ich's. Günther hat diese Welt und Geschichte erfunden. Er weiß alles, was als nächstes passiert. Halb richtig. Günther hat alles erfunden, sogar die dunkle Macht. Ich sehe, wo das hinführt. Ja, er hat euch und die dunkle Macht erfunden. Mich gab's schon, Alter. Als Mensch. Ach so. Du solltest nie böse werden.
das stimmt nicht. Lord Ecke war nie böse. Hier bin ich's nicht. Doch, du schreibst dir den Tod von deinem eigenen Bruder, ne? Also, ich verpiss mich. Lord Ecke braucht eine Pause. Außerdem, stimmt es? Wer bist du, Günther? Fast alles ist wahr. Ich hab die Geschichte geschrieben, bis zum Teil von meinem Tod und Wiederkehr. Dann wusstest du, was passiert? Nein, ich hab meine Erinnerung verloren, hab sie wieder erhalten, als ich hier ankam. Aber, Lord Ecke sollte immer noch nie böse werden, da bestehe ich drauf. Und Nick Schossmer war weg. Alles, was gerade passiert, habe ich nicht geschrieben. Das heißt also, Hacken auf Papier. Ja? Günther, du darfst nicht sterben. Warte, heißt das, jemand schreibt gerade unsere Zukunft? Nein, diese Welt beginnt sich selbst zu entwickeln. Wie meinst du das? Niemand hat das Schicksal von Lord Ecke verändert, aber nachdem er ein Mensch war, muss es auch keiner. Er entscheidet selber. Warte, heißt es, wir sind keine Schachfiguren mehr? Ja, du wärst sowieso hier nur so ein Bauer. Yay. was machen wir? Wir suchen Lord Ecke. Okay. Warte. Entschuldigen vielleicht? Für riesiges Monster? Das war doch nur eine Fiction. Ah, ist halt nicht Walross-Edition-Lore, aber es macht den Dungeon auch nicht schwerer, wenn keine Gegner spawnen, dass ich die Treppe nicht sofort sehe. Na denke, tut mir leid, ich wusste nicht, dass das Realität wird. Ja, normalerweise würde ich es annehmen, aber zu spät. Was? Du wolltest doch, dass ich mich der dunklen Seite anschließe. Das hab ich nie geschrieben! Mich macht das aggressiver, als es sollte! Ich hab das nie gesagt! Und alle, die die Walross-Edition kennen, wissen das! Jetzt ist es zu spät. Ich will nicht, dass noch jemand stirbt. Ja, Pech gehabt. Bringen wir ihn um. Ich hoffe, ich bringe ihn um. Warum glaube ich nur, dass der Kampf nicht unbedingt schwer wird? Ich kann natürlich mein Inventar nicht öffnen. Ich habe eigentlich extra nach unten gedrückt. Auch wenn es eigentlich keinen Grund gibt. Hey, der... Ihr habt's gehört, er will keine Gnade. Ihr wisst, worauf das hinausläuft, ne? Ihr wisst alle, worauf das... Oh nein, schwerer Kampf.mp4. Achso, trifft noch. Ich dachte, das wäre jetzt 8000 IQ und die Hydro-Pumpe würde sofort nicht mehr funktionieren. Dann wäre das wirklich ein krasser Move. Aber... nein! Der Kampf lief exakt wie erwartet. Ich brauche keine Heilung. Ich habe exakt einen AP und 0 HP verloren. Tut mir leid, ich bin nur so an Informationen gekommen. Was? Das Pokémon, das dich in die Irre führt, heißt Missing Known und will die Herrschaft über alle Pokémon-Welten. Ach, erzähl mir was Neues, du Pisser! Ui, ich hasse das zu sagen, aber wir brauchen alle zurück. Bist du dir sicher, Sir Ditto? Wir müssen das für unsere, Kinder, für die Zukunft. Okay, ich hab ein scheiß Gefühl dabei. Ja, ganz zufällig werden gerade jetzt alle wiederbelebt. Wir leben? Hallo. Ihr lebt, das ist klasse. Ich geh pennen. Warum habt ihr uns zurückgebracht?
Missingno will uns alle umbringen. Und ja, brauchen wir halt ein paar Leute. Fusion der Welten durchgeführt. Leute, es tut mir leid. Ich bin jetzt wieder da. Hey. Hat es also doch die Wahrheit gesagt? Ich hab dir nicht geglaubt, sorry. Aber ich bin zurück und bringen wir Missingno um. Warte. Du lebst? Ich dachte, du wärst jetzt auch so Obi-Wan Knoblauch. Ja. Ganz zufällig. Richtige Zeit am richtigen Ort, würde ich sagen. Okay, lass uns Missingno umbringen. Ich will Döner essen. Jetzt wieder neuer Content. An dieser Stelle hätte die Günther-Story eigentlich geändert. Aber jetzt kommen hier Nagi und die ganze Crew dazu. Ich hab mir doch gedacht, die Gegend am Anfang sah so ähnlich aus wie für die Günther-Story. Seid ihr ein Retterteam, das uns hilft, gegen mächtiges Pokémon zu gewinnen? Ja? Das ist gut. Nagi, die dunkle Materie hat mir gerade was gesagt. Ihr arbeitet mit der dunklen Materie zusammen? Ihr seid doch die dunkle Macht erschaffen haben, oder nicht? Was? Der Typ da vorne, der hat die gemacht. Bringen wir sie um. Ich bin nicht ein Typ! Ich heiße Günther! Das ist das Einzige, was noch klarzustellen ist. Okay, jetzt war gerade die ganz große Brainfuck-Frage. Welches Team spiele ich jetzt? Aber offensichtlich das Bessere. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wenn man es neutral sieht, ein Team mit einem Latias, mehr Pokémon. Ich glaube, das Team ist schon kampfstärker, was ich hab. Mein geringer Levelvorteil wird mir auch hier in diesem... Das war ein Crit. Du hast 4 Schaden gemacht. Damit wäre jetzt wohl ein für alle Mal geklärt, wer auf YouTube das echte Kanimani ist. Ich hab das Gefühl, ich bin halt ein bisschen toxisch. Ich hab nichts Starkes gegen. Aber die waren doch höher gelevelt, als ich sie selber gespielt hab. Kann das sein? Die Sache ist die. Ich hab nichts sehr Effektives gegen Gegner. Okay, ich hab immer Hydro-Pumpe. Und die macht sowieso alles weg, was Beine hat. Man hat sie ja nicht gewone-shottet. Aber nach Tara hier, Leute, war auch der Einzige, der irgendwie bedrohlich wäre. Oh nein, ein Phönix. Wie soll ich das nur besiegen? Das wird ja fast so schwer wie Lord Ecke zu besiegen. Nur, dass Lord Ecke noch 6 Level drüber war. Jetzt mal im Ernst, warum können die sich nicht einfach verbünden, Nee? Macht's doch einfach! Oh, komm. Vulpix Mirror Match. Vulpix Mirror Match, Leute! Wupp, wupp! Willst du mich leisten? Das macht diesen Kampf halt... jetzt mal im Ernst, das macht Sakura zu einem ziemlich bedrohlichen Gegner. Oder auch nicht. Aber jetzt mal im Ernst. Es ist ein Eis-Pokémon, aber die Fähigkeit vom normalen Vulpix ist beibehalten. Heißt, man kann es nicht mit Feuer treffen. Aber es juckt einfach nicht. Halt! Ja, jetzt sagt ihr halt, ne? Warum kämpfen wir nochmal? Ja! Fragst du mich? Du hast echt die dunkle Macht erschaffen? Warum arbeitet ihr mit der dunklen Materie zusammen? Sie wurde gut. Sie hat auch Recht auf Existenz. Nächste Runde!
So, probieren wir es nochmal. Ich bin Nagi. Mein Retterteam und ich wollen starkes Pokémon besiegen, um die Welt zu retten. Helft ihr uns dabei? Das klingt irgendwie nach einer Falle, Günther. Ich bin Günther. Wir wollen Missing Now aufhalten. Missing Now? Nein. Bye bye. Ibims, tschüss. Ich leg mich nicht mit einem Bitch an. Missing Now? Leute, warte. Wer ist das? Das ist ein Glitch. Der ist böse. Und das ist jetzt ein Pokémon? Ja. Sind gerade eure Teamkollegen abgehauen? Ja, die kommen wieder. Lasst uns einfach weiter. Final of Mystery Dungeon 2. Warte. Heißt, sind wir jetzt wirklich kurz vor Missing Now? Denkst du, es war gut, Leute und Salko einfach zurückzulassen, nachdem sie so lange nach uns gesucht haben? Nein, aber ich will sie auch nicht zu was zwingen, was sie nicht wollen, deswegen. Wir hatten bessere Chancen mit den beiden. Nein. Leute, es wird nicht scheiße. Sag mal, bewegt euch! Ich meine, das kann ich nicht zulassen. Ah, jetzt kommen die Legis, hat mich schon gewundert. Aber warte, wurde diese Szene etwa gekürzt? Bitte, diese Szene wurde doch gekürzt. Wisst ihr noch, wie wir für diese Szene eine ganze Folge in The Broken Story gebraucht haben? So viele Legendäre. Tut mir leid, Nagi, aber ich bringe erst Missing Now um, dann rette ich euch. Hat er uns gerade mit drei legendären Pokémon alleine gelassen? Ja, aber ich verstehe, was er vorhat. Eins davon hat einen Eistypen und Itsuna ist Feuer. Geht schon. Warte, ich muss jetzt aber nicht mit dem... Ich dachte, ich muss jetzt den Kampf machen. Winter, endlich nach all den Jahren begegnen wir uns persönlich. Nach all den Jahren, ich weiß seit 10 Minuten, dass es dich gibt. Ich bin ständig in die Vergangenheit und Zukunft gelassen, um dich hier endlich besiegen zu können. Es scheint unmöglich zu sein, aber die Zeit ist auf meiner Seite. Wenn ich draufgehe, kann ich einfach die Zeit zurückdrehen und ich kenne alle eure Tricks. Ihr solltet einfach aufgehen, ihr könnt nichts gegen mich tun. Ich bin zu krass für euch. Dann verändere ich die Zukunft. Die sind schon krass. Ach. Bringen wir sie um. Nee, wir sind ja auch noch da. Entspannt euch. Was ist mit euch? Ich bin Dratini. Ich bin sehr effektiv gegen die alle. Wir besiegen sie. Okay, lass uns Rückzug. Wir müssen überlegen. Wer hat gedacht, dass meine Welt uns genau ins Ziel führt? Ich nicht. Was? Ganz random. Und jetzt kommt auch diese Szene. Ich glaube, wir sind hier gerade echt im Finale drin. Wo bin ich hier? Fragezeichen, man. Chillas, bleib stehen. Digga, jetzt mal voll real. Wir sind gerade im Finale, oder nicht? Tut mir leid, dass wir nicht zusammen in der Stadt angekommen sind. Sag mal, ist das Usain Bolt sein Opa? Tut mir leid, dass ich dich nicht aus dem zerbrochenen Pokéball retten konnte. Digga, das ist doch Usain Bolt sein Opa, der Boy. Chalasti hat so viel durchgemacht, um dich zu finden. Und mir wurde oft gesagt, du existierst gar nicht. Du sollst nur ein erfundenes Wesen aus einem Computer, der abgestürzt ist. Wesen, eigentlich gar nichts. Aber je öfter ich dich sehe, desto mehr zweifle ich an meinem Wissen, an der Realität. Du wusst oft nicht, was real ist. Die Dunkelheit breitete sich Ich kann nicht lesen. In mir aus. Ich habe alles verloren und dann habe ich jemandem in die Augen geschaut und er sagte mir Folgendes. Es ist egal, ob du denkst, ob es wahr oder falsch ist. Solange du es fühlst, wirst du die Antwort auf die Frage finden. Und jetzt fühle ich die ganze Zeit über, weil du wolltest nicht, dass ich mich... Du wolltest halt, dass ich mich nicht verletze. Ich konnte dich nicht retten, weil ich voller Zweifel war. Aber jetzt ist der Tag gekommen. Halt mein Versprechen ein. Warum bin ich hier?
Oh, hi, Günther. War wohl versehen. Ah ja, aber hey, Celeste ist wieder aufgewacht. Wir können mit ihm in die Pokémon-Welt zurück. Yay! Hör nicht auf ihn, das ist eine Falle. Was war das für ein Licht und wo bin ich? Ich kenne diesen Ort nicht, aber anscheinend bin ich wieder in der Pokémon-Welt. Heißt das Hydro-Pi? Bist du hier irgendwo? Was ist passiert? Wo bin ich hier? Da war ein Licht und... Fahrzeichen, man muss hier sein, ich muss ihn finden. Nein! Es gibt noch einen neuen Story-Abschnitt-Episode! Wir können doch nicht einfach Nagi zurücklassen. Ja, dann geh doch zu Nagi, das ist zu gefährlich. Du bist doch sein bester Freund, der braucht dich jetzt am allerdringendsten, Leute. Warum verstehst du nicht? Ich kann das nicht und tot. Sorry? Ja. Geht's jetzt zu Missing Now? Ich bin ein Löwen. Sagt nicht, ihr wollt dahin. Doch, wir wollen unsere Welten retten. Dafür müssen wir ihn besiegen. Ich bin ein Löwen. Wollt ihr ganz allein gegen dieses mächtige Pokémon antreten? Wer hat gesagt, dass wir allein sind? Okay, die haben das Militär. Aber im Krass. Leute, okay. Einfach hier geradeaus. Ich kann nur lösen. Wir gehen aus, Haku. Auf einmal. Ja, wir haben hier jetzt das fucking Militär, ne? Das muss doch wohl reichen. Warte, wo sind wir jetzt gelandet? Wer bist du? Das ist der Treffpunkt aller Partner, der Strand von der Knoblauch. Ja, hier trifft sich jeder. Hier lernt sich jeder kennen. Hier braucht Freunde, geht einfach zum Strand. Irgendwer wird da schon bewusstlos rumliegen und euer bester Freund werden. Also ist er schon. Hier war der Entwickler zu voll, den richtigen Strand einzufügen. Du hast recht, und jetzt, wo ich meinen Körper wieder habe, werde ich mich an dir rächen. Bist du bekifft? Nein, das war Alkohol. Ich meine, ihr habt dir was vorgemacht, um als dunkles Lebewesen neugeboren zu werden. Das ergibt keinen Sinn. Ja, genau deswegen glaube ich das auch nicht. Mir wird's langweilig. Ich bin voll böse. Vergiss es. Du kannst kein Zweifel in mich reinschaufeln. Den Satz fand ich letztes Mal schon so toll. Reinschaufeln ist so eins der Wörter, die ich in diesem Zusammenhang nie gehört habe. Weißt du, Chillas Gutes, der wird sich nicht ändern, egal was du machst. Jetzt bring mich um! Okay, zeigen wir ihm, was wahre Freundschaft ist. Wir sind so weit, Alter. Wir nähern uns. Ich dachte, es wäre noch eine Weile, aber wir sind anscheinend wirklich nah am letzten Missing No Battle. Ich bin krass. So, ab geht's, Battle. Ich meine, da am Wasser und Elektro ist nicht so praktisch gegen Pflanze, will ich anmerken. Ja, Shadow Pokémon. Okay. Ich müsste versuchen, ihn zu paralysieren. Was? Warte, was? Wie macht mein Funkensprung so viel Damage? Ich habe keine Ahnung. Der müsste eigentlich... Obwohl, kann es sein, dass die Schatten vom Typen komplett entfernt vom Gegner... Eigentlich müsste der nicht sehr effektiv sein, aber er wirkt neutral, macht deswegen ziemlich guten Damage und zerstört. Hi, Mark. Okay, also das ging doch leichter, als ich dachte. Aber ich würde sagen, für euch geht's in der nächsten Folge an dieser Stelle weiter. Wir sehen uns wieder, vielleicht zum finalen Missing No Battle. Schaltet wieder ein, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Bis dann und ciao.